Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Oma. Heute geht es um das Thema, unsere Generation ist am Ende. Ja, ein äh, sehr vages Statement meinerseits. Und ihr müsst verstehen, ich bin ein Mensch, der sehr viel beobachtet. Ja, ich schaue mir meine Umgebung an. Ich schaue mir an, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Es gibt sehr viele verschiedene äh, Anhaltspunkte, mit denen man arbeiten kann, um zu bemessen, auf welchem Standpunkt oder auf welchem, auf welchem Weg sich unsere Generation bewegt oder wohin sie sich entwickelt. Und das habe ich in letzter Zeit gemacht. Tatsächlich mache ich das äh, eigentlich mein Leben lang und kann so immer sehen, wohin geht's und vor allem auch, wie unterscheide ich mich davon. Ja, und wenn man so durch die Stadt. Spaziert, oder wenn man auf dem Unicampus ist, oder man ist im Bus, oder ähm, man guckt sich vielleicht mal die YouTube-Trends an, oder ähm, wer denn so gefeiert wird und was so die Norm ist. Ja, oder man schaut im eigenen Plattenbau, ähm, was so für Musik gehört wird, oder was für Kleidung angezogen wird. Und man vergleicht das einfach mal mit, mit der Zeit, wo man sich noch daran erinnern konnte, dass es nicht so war. Dann stellt man fest, dass es da gewisse Muster gibt, die sich mit der Zeit um einiges verstärken. Ich habe ja den moralischen Verfall der Gesellschaft in zahlreichen meiner Videos schon angesprochen. Aber ich möchte heute mal darauf eingehen, was denn konkret jetzt falsch läuft. Da fangen wir mal bei dem an, was sich die Menschen einverleiben. Ähm. Wenn wir mal von den vergifteten Getränken wie Coca-Cola oder den ganzen anderen Softdrinks mal vorn weggehen oder das ähm, genetisch manipulierte Essen ja, in Form von Fast Food oder einfach fertig Essen aus, aus dem Supermarkt, äh, gibt es noch sehr, sehr viele andere Punkte äh, oder Dinge, die äh, konsumiert werden. Und zwar äh, zum Beispiel Informationen. Ja. Informationen von Indoktrinationsanstalten wie zum Beispiel der Kindergarten oder die Schule oder die Uni oder der Arbeitsplatz, an dem man eigentlich überhaupt nicht sein will, aber trotzdem ist, damit man sein Haus weiterhin abbezahlt, um doch gesellschaftskonform zu sein, gesellschaftlich konform zu sein. Das ist natürlich nur ein Faktor, da gibt es natürlich noch den Stress, der damit verbunden ist. Vielleicht noch das Mobbing in der Schule. Das habe ich im letzten Video auch kurz angeschnitten. Und natürlich die mehr oder weniger positiv behafteten Massenmedien, die einem abends, nachdem man komplett entleert ist und keine geistige Stärke mehr hat, einen mit äh, der Realität, mit der konstruierten Realität und dem konstruierten Weltgeschehen nochmal für 15 Minuten ähm, voll labern können. Ich weiß, dass hier werden jetzt ganz, ganz lange Sätze, deswegen wird es für den einen oder anderen sehr schwierig sein, diese zu verstehen, weil die meisten Menschen nicht in der Lage sind, zuzuhören und auch nicht in der Lage sind, zu reflektieren, geschweige denn, mehr als eine Minute jemanden, ja, überhaupt eine Konversation zu führen. Und das sehe ich vor allem eben in unserer Generation. Ja, bei den Älteren ist es nicht so. Man kann sich mit älteren Leuten Gott sei Dank noch unterhalten. Ähm, auch über einfache Dinge. Ja. Aber wenn du mit jemandem aus, aus, ja, aus meinem Alter, ich rede jetzt aus meinem Alter, ich bin 22, ähm, unterhalte dich mal mit einem 16-Jährigen. Ja, übers Leben oder einfach über, über alles. Ich glaube, der. Also der Anteil an Narzissmus und der Anteil an Solipsismus und der Anteil an Gottlosigkeit, wie er heute vorzufinden ist, und ich sage jetzt nicht, das habe ich anhand eines Gesprächs mit einem 16-Jährigen herausgefunden, sondern das ist mein, mein Durchschnitt von allen Impressionen aus äh, davor gegebenen Quellen, ist alarmierend. <laughs> Absolut alarmierend. Und das habe ich in dieser Form. Noch nie äh, gesehen. Und je tiefer ich mich da reinbegebe, um, um zu gucken, wie schlimm ist es denn wirklich, äh, desto mehr möchte ich ähm, irgendwo in die Wüste Kasachstans mit einer Holzhütte am See äh, sein. Ganz, 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 ganz weit weg von dieser Gesellschaft. Ja, wo, wo geht es weiter? Ja, dann haben wir natürlich die neue Weltreligion. Und das ist nicht der, der Katholizismus oder der Islam, sondern es ist der Scientismus, Freunde, die Religion der Wissenschaft. Ja, wer kennt sie nicht? Egal, wo es, wo es steht. Ja, Wissenschaftler haben das und das gesagt. Alles klar. Dann ist das plötzlich Fakt. Ja, das, was gestern war, das können wir wieder weglegen. Es gibt eine neue Theorie. Und das ist dann die allumstößliche Wahrheit. Und jeder, der etwas dagegen sagt, der... Hat etwas gegen Modernisierung, der hat etwas gegen die Wahrheit, die Wahrheit der Wissenschaft, die man natürlich nicht selber wissenschaftlich überprüfen kann, sondern dessen Wissen in einer Autorität steckt, die man auch nicht überprüfen kann, wie zum Beispiel die NASA oder anderen Institutionen. Und diese Wissenschaft nichts mit der wahren Wissenschaft zu tun hat, und zwar der die man wahrnehmen kann mit seinen eigenen sinnen und die man auch überprüfen kann und man experimente damit machen kann und so weiter und so fort ja dann haben wir natürlich den solipsismus schon angesprochen für alle die keinen plan haben solipsismus ist die idee dass nur das Eigen, dass nur der eigene verstand bzw. das eigene ich wahrlich existiert und alles andere darum eine projektion des, äh, des eigenen gehirns ist und deswegen, ja, es keinen Grund gibt anzunehmen, dass andere Menschen zum Beispiel ja, Empathie empfinden können oder äh, Gefühle, ne? Was einen dann zu einem, ja, zu einem lustgesteuerten, wie soll ich sagen? Ich würde nicht sagen, Idioten, Solipsisten sind nicht unbedingt idiotisch. Es ist eine, es ist eine Lebenseinstellung, sozusagen. Es ist ein Glaube und es ist eine Lebenseinstellung. Ja, was gibt's noch? Dann haben wir natürlich die Depression aufgrund fehlender Anerkennung äh, auf Social Media und das Anbeten, also das gleichzeitige Anbeten von falschen Göttern auf Social Media. Äh, die bekanntesten Beispiele sind zum Beispiel Instagram oder Snapchat oder natürlich auch YouTube, aber ich glaube, Instagram ist momentan so am auf so einem äh, sehr großen Aufwärtstrend. International gesehen. Und ihr müsst euch vorstellen: soziale Netzwerke äh, sind nicht darauf ausgelegt, dass man soziale Kontakte knüpft. Im Gegenteil, sie sind darauf ausgelegt, dass man asozial wird und beziehungsweise antisozial wird und äh, keinerlei soziale Kontakte mehr wirklich wahrhaftig pflegt, weil man lieber seinen Instagram-Account pflegt, damit Leute denken, dass man so ein tolles Leben hat, obwohl es genau das Gegenteil ist. Naja, da gibt es natürlich auch Snapchat. Ich verstehe nicht, warum Leute das überhaupt benutzen, weil sie anscheinend den Drang haben, ähm, jedes, jeden Moment ihrer Existenz in ein Bild, wo nicht mal sie selber drauf sind, sondern vielleicht ihre Schuhe oder ihr ähm, Lacoste-Logo äh, drauf sind. Ich weiß nicht, warum Leute es benutzen und jeder, der es benutzt, ähm, der sollte sich wirklich ernsthaft Gedanken machen. Über sein, äh, über sein Wohlbefinden. Aber das wird wahrscheinlich niemals passieren. Dann haben wir natürlich YouTube. Ja, YouTube ist sowieso das Beste. Es, ist, es hat auch seine guten Seiten. Natürlich, ich nutze auch Instagram, äh, damit die Leute auf meinen YouTube-Kanal geleitet werden. Und falls Leute mir da schreiben, ich ihnen auch antworten kann, ohne dass ich ihnen meine E-Mail-Adresse geben muss und so weiter. Da finde ich Instagram äh, bequemer. Aber die meisten Leute benutzen es erstens zur Selbstdarstellung, zur äh, Profilierungsmöglichkeit und ähm, zu, auch zur Partnersuche. Ja, damit man sich natürlich einen Partner holt, äh, der überhaupt keine inneren Werte mehr besitzt, sondern einfach nur Instagram-konform ist. Sagen wir es mal so. Und ich könnte, Milio ich könnte Milliarden von Beispielen geben. Aber ich glaube, jeder, der auf Instagram ist, der weiß das von euch. Ne? Ja, und dadurch entstehen diese gesamten Depressionen und, ähm, was weiß ich was, man fühlt sich einfach minderwertig und so weiter und so fort. Es gibt äh, auf der anderen Seite natürlich gewisse Kompensationen. Da gibt es, äh, zum einen Teil gibt es da die Gamer, die äh, kein also keinen Sinn im Leben haben, sondern, ähm, im Spiel leben und da dem Ziel hinterher laufen mit aller, ähm, mit, mit ganzer Leidenschaft und ganzer Männlichkeit sich bei Fortnite den Sieg holen. <laughs> und äh, ja, also Videospiele auch ein, ein Riesenthema. Auch eine, eine große Seuche, eine große Ablenkung, ja, eine Zeitverschwendung, äh, wie es glaube ich sonst äh, nie oder nicht gibt. Ja, auch die, die konstruierte Realität, also mit der Technologie, die heutzutage möglich ist, ja, Virtual Reality, das wird sich alles noch. Ähm, das wird alles noch viel krasser. Das ist noch gar nichts. Und äh, da werden die Leute ihr Leben verbringen. Ja, ich meine, das tun sie ja jetzt schon mittlerweile in, in RPGs und so weiter. Ich selber habe einen großen Teil meines Lebens äh, mit, mit dem Spielen von Games äh, verbracht. Ja, Pokémon, Call of Duty. Und äh, man hat davon gar nichts. Ja, es ist ein, ein, ein Zufluchtsort. Es ist ein Profilierungsort für Männer. Die nichts gerissen haben. Ähm, also größtenteils für Männer, ich glaube, 75% sind männlich von den Gamern. Also für alle Frauen, die gamen, das ist jetzt kein Front. Aber ihr seid sowieso mit einbezogen. <laughs> Apropos das Thema Frauen, ja, kommen wir doch zum zur feministischen Agenda, die äh, auf Social Media komischerweise auch propagiert wird. In Deutschland nicht so krass, in Amerika etwas mehr. Ähm, vor allem, also zu dem Punkt, wo man irgendwann sich darüber streiten muss mit einer Person, ob es denn äh, mehr als zwei Geschlechter gibt oder nicht. Ja, äh, Das wird in Deutschland auch kommen, mit Sicherheit. Aber ansonsten diese ganze pseudofeministische Scheiße. <laughs> ich hab's gesagt, ja. Ähm, die zu nichts führt, außer dass Frauen ihre traditionellen. Und ihre natürlichen äh, Veranlagungen, das, also ein, eine Familie zu führen, ja, beziehungsweise eine, eine Familie zu kreieren und äh, auf ein Kind aufzupassen, ein Kind großzuziehen und einfach die, die Pflichten einer Mutter nachgeht und die Pflichten einer Frau nachgeht, dass die einfach abgelegt werden und ähm, die Frau keinen Mann mehr heiratet, sondern im Prinzip den Staat und äh, dadurch einfach nicht mehr. Zu einer Frau wird, sondern im Prinzip zu einem Mann. Auf der anderen Seite äh, sind die meisten Männer in dieser Gesellschaft, ich rede jetzt wieder von meiner Generation, äh, extremst, extremst metrosexuell. Und zwar auf einem Level. Also ich, ich meine, guckt euch einfach mal Justin an. Ja, geht auf YouTube und guckt euch Justin an. Und dann wisst ihr, was ich meine. Äh, also, es, es gibt keine Männer mehr. Es gibt also Frauen, die Rolle der Frau ist weg und Männer werden so verweichlicht und werden so verweiblicht, dass sie sich auch dementsprechend so Frauen holen. Ähm, die Rollen werden komplett getauscht oder komplett äh, vernichtet. Ja, das Kind wird jetzt oder der Staat erzieht jetzt das Kind und ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch. Also ob man danach noch eine Familie haben kann oder nicht oder ob es einen familiären Bezug gibt, eine fam familiäre Gemeinschaft gibt, das bezweifle ich doch stark. Also da ist natürlich auch äh, der ja der das Ziel, die Familie zu zerstören. Wenn wir schon bei Feminismus sind, da können wir auch direkt zur Sexualisierung. Äh, Klammer auf, Homo, Klammer zu, Sexualisierung der Gesellschaft und äh, generell äh, dem Promoten von Unzucht, also außerehelischem Geschlechtsverkehr mit großartigen menschlichen Innovationen wie zum Beispiel Tinder, äh, bei denen die Leute sich einfach direkt treffen können. Ne? Äh, wie praktisch. Also das ist äh, sehr populär äh, nach meiner neuesten Auffassung. Und neben dieser Sexualisierung, die äh, wohlbemerkt auch schon im, im Kindergartenalter anfängt, ähm, gibt es natürlich auch den Faktor Musik, ja. Ich glaube, den habe ich schon mal kurz angesprochen. Und äh, wie Musik heutzutage auch eine gewisse Demografie äh, in unserer Generation beeinflusst, und zwar auf eine nicht gerade positive Art und Weise. Ja, allem voran natürlich Deutschrap, der äh, komplett pervertiert ist. Ich glaube auch wirklich ganzheitlich pervertiert. Und ähm, ich hoffe wirklich, ich hoffe, dass es irgendwann mal jemanden gibt, der für die gottgegebene Moral wieder einsteht und diese Dinge äh, verurteilt, ja als böse verurteilt, diese Missstände als Böse verurteilt und einfach mal die Wahrheit sagt. Ja, das wäre doch mal vielleicht ein Anfang. Als, ähm, als Antagonist von dem Ganzen. Ja, einfach mal sagt, ja, es ist vielleicht nicht so cool, wenn man Unzucht betreibt. Und es ist nicht vielleicht gut, wenn man sein Leben darauf versetzt, welche Iced-Out-Watch man an seinem Handgelenk trägt. Oder ähm, wie erfolgreich man äh, im, im, im materiellen Leben ist und so weiter und so fort und vielleicht auch mal so einen kleinen oder anderen Denkanschluss gibt, ja, dass die Leute vielleicht mal ein bisschen spiritueller werden. Und mit spiritueller meine ich nicht unser nächstes Problem, denn das nächste Problem sind New Age Praktiken. ja Es, es fängt an und es ist, es ist wirklich nichts schlechtes. ja es fängt an mit dem Veganen und ähm, mit Meditation und dann hast du irgendwann das dritte Auge aktiviert und plötzlich, Hörst du dir nur noch 437 Herz-Sachen auf YouTube an? Und irgendwann kannst du deine erste Astralreise praktizieren und irgendwann hast du es endlich geschafft. Du bist erleuchtet und hast einfach erkannt. Du brauchst gar keinen Gott, sondern du bist selber Gott. Freunde, da haben wir den ganzen Sprung äh, in die Hölle eigentlich direkt bewältigt. Ja. Ich glaube, schneller kann man nicht in die Hölle kommen. <laughs> Aber ich muss sagen vegane Ernährung absolut empfehlenswert. Ähm, das war jetzt auch ein bisschen übertrieben natürlich. Das eine sch schließt nicht das andere mit ein und so weiter und so fort. Also ich glaube, man kann die Ironie auch ein bisschen aus meiner Stimme hören. Ähm, ja. Okay, was ist das nächste Thema? Also, grob zusammengefasst, das Problem, was wir haben, ist, dass die Menschen keine Menschen mehr sind. Dass es kein soziales Leben mehr gibt, dass es keine Konversationen mehr gibt, sondern nur noch Monologe. Dass sich die Menschen nach dem beurteilen, wie viele Follower sie auf Instagram haben oder wie viele Abonnenten auf YouTube oder was sie für ein Auto fahren oder was sie für eine Kette oder Uhr tragen. Und nicht nach charakterlichen Tugenden und wirklich realen Handlungen nach moralischen Prinzipien. Was ein Problem ist, ist, dass es keinen Sinn mehr für Gerechtigkeit gibt. Es gibt kein Gut und Böse mehr. Es gibt niemanden, der aufsteht und diese Sachen öffentlich anprangert. Und genau da kommt meine Aufgabe ins Spiel. Denn meine Aufgabe ist es und war es schon immer und wird es immer sein, das immer beizubehalten. Ich werde mich niemals, niemals der Masse beugen und ich werde mich niemals mit Gottes Hilfe, und so Gott will, da, 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 daran partizipieren. Und wenn ich daran partizipiere, an diesem Konstrukt ja, und an, dieser, an, an diesem Elend unserer Generation, dann nur als kompletten Antagonisten, dann nur als jemanden, der alles auf den Kopf stellt, der nur, der der Einzige ist, der sagt, das ist böse und das ist gut. Und ich habe eine göttliche Legitimation dafür. Und es ist mir egal, ob ihr es akzeptiert oder nicht, denn ich weiß, dass ich die Wahrheit habe. Und wir werden alle sterben. Und nach dem Tod wird jeder danach gerichtet für das, was er getan hat oder das, was er nicht getan hat. So, das wird meine Aufgabe. Das wird meine Aufgabe sein. Es ist immer noch meine Aufgabe. Und das ist auch meine Pflicht. Das ist mein Solid. Und jetzt mag ich vielleicht nur ein YouTuber sein, der vielleicht jetzt knapp 1000 Abonnenten hat. Und ähm, vielleicht auch irrelevant ist für den einen oder anderen. Aber ich kann euch sagen, dass die Zeit kommen wird, wo es äh, nicht so sein wird. Und äh, darauf freue ich mich. Und darauf vorbereite ich mich. Und äh, dafür arbeite ich. Ich will diese Konfrontation haben. Und ähm, ich denke, das ist das, was unsere Generation braucht. Ich denke, dass es eine Notwendigkeit ist. Und äh, wir werden sehen, ob ich das oder wie ich das ähm, umsetze. Ja, mit welchem Konzept hier auf YouTube. Aber bis dahin machen wir weiter. Bleiben in unseren Pflichten konstant. Sind geduldig. Halten uns rein. Und halten den Gesetzen Gottes treu. Ich weiß nicht, was ich da noch großartig viel sagen kann. Gott gibt uns einen großen, einen, einen großen Spielraum oder Handlungsraum. Oder Handlungsspielraum. Ich weiß es gar nicht. <laughs> also meine Freunde, haltet die Ohren steif wie ein Vogelgreif. Und äh, wir sehen uns, so oh Gott will, beim nächsten Mal. Ah, ich habe noch eine kleine Sache vergessen. Und zwar, also was noch gefehlt hat in dieser langen Liste dass die Leute nicht mehr naturverbunden sind. Die Leute haben den Bezug zur Natur verloren, zum Natürlichen. Die Leute ziehen auch aus den Dörfern alle in die Stadt, obwohl ich äh, lieber aus, aus der Stadt ins Dorf <laughs> will. Aber es ist auf jeden Fall eine Rarität geworden. Wenn ich äh, in der Natur spazieren gehe, da sehe ich kaum ähm, Leute in meinem Alter. Naja. Aber die Diamanten sind da draußen. Die sind halt ganz tief, ganz tief begraben. Obwohl die Diamanten nicht Diamanten sind im Prinzip. Äh, eine Verarsche. Äh, Rubine und Saphire äh, und Smaragde. Nach denen muss man suchen. Nach denen muss man graben. nachdem muss man finden. Und ich bin sicher, dass sie existieren. Und ich bin sicher, dass sie da draußen sind. Und für den einen oder anderen wird dieses Video wahrscheinlich äh, ein sehr herzerwärmendes und her brusterweiterndes. Video sein und für euch mache ich das sehen. <laughs> gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Super so Drogen. Und ich wünsche euch alles Beste.